herzlich willkommen zum ersten netzpolitischen Abend 2018. Ich bin die Claudia von Wikimedia Österreich und ich darf euch heute Abend durchs Programm führen. Das freut mich sehr. Ich freue mich schon auf ein neues netzpolitisches Jahr voller Abenteuer. Zuallererst mal danke an alle, die hier sind. Es ist schön, so ein volles Haus zu sehen zum Jahresanfang direkt. Herzlich willkommen auch allen, die zu Hause zuhören über den Livestream oder zuschauen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf den freien Radios, wo wir auch hingestreamt werden. Das ist auch ein gutes Stichwort, Aufnahme. Hier vorne ist Aufnahmezone, das heißt, wer nicht im Bild sein möchte, bitte diese unsichtbare Linie hier nicht überschreiten. So, wer das daheim noch teilen möchte dann mit anderen oder nachhören, nachschauen, wir sind dann auch im Cultural Broadcasting Archive und auf unserer Webseite sind die Streams dann auch verlinkt. Gut, wie immer ist es interaktiv, wir haben drei spannende Vorträge, ein paar Lightning Talks, da kann man sich auch hier mittlerweile schon mal eintragen, solange die Haupttalks noch laufen. Und Fragen sind meistens am Ende der jeweiligen Vorträge, nur bitte immer auf das Mikro warten, damit eben auch zu Hause alle mitbekommen, worüber wir diskutieren. Gut, dann darf ich schon als allererste Vortragende bei uns begrüßen Sabine Hartmann. Sabine hat ganz viel Erfahrung mit digitalen Projekten. Ihr Hintergrund ist Kulturerbe, vor allem in Bibliotheken und Archiven. Und da arbeitet sie eben an Schnittstellen zur Öffentlichkeit und versucht kreative digitale Zugänge zu vor allem Sammlungsdatenbanken zu machen, zusammen mit ihren Projektpartnerinnen und Projektpartnern. Und sie ist heute hier mit Saminu Salisu, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von der Donau-Uni Krems, und zwar am Department für Wissens- und Kommunikationswissenschaften. Herzlich willkommen. Ihr werdet heute über ein Projekt reden, das bei einem Kulturhackathon letzten Herbst entstanden ist, das sogenannte Glamoury-Projekt. Wer jetzt an Glam denkt, wie 70er Jahre Glamrock oder Frauenzeitschriften, liegt falsch. Glam ist eine Abkürzung für Galleries, Libraries, Archives und Museums. Also auch hier geht es um Gedächtnis- und Kulturorganisationen und wie wir diese öffnen können. Und ja, ich freue mich auf einen spannenden Talk, der wird auf Englisch stattfinden, was unsere internationalen Besucherinnen und Zuhörer sicher freuen wird. Also, the stage is yours. Ah, und noch eine wichtige Info vom Alex. Es gibt eine Mailingliste für unsere Aktivitäten rund um den netzpolitischen Abend, unsere Aktivitäten, Events etc. Er gibt gleich eine Liste rum. Wer Interesse hat, bitte tragt euch ein mit eurer E-Mail-Adresse. Dankeschön.